Hallo, mein Name ist Jochen Schmidt-Hamburg und ich schreibe Filmmusik. Ich möchte euch mein E-Book-Projekt Filmmusik von innen vorstellen. Immer wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, weiß ich, die nächste halbe Stunde geht es um Filmmusik, um die Herstellung, Tätigkeit, um alles Mögliche, was ich gemacht habe. Jedenfalls bei Laien dauert es eine halbe Stunde, bei Musikern dauert es eine ganze Stunde und wenn ich auf einen Kollegen treffe, dann reden wir sowieso den ganzen Abend nur über Filmmusik. Also das Thema ist interessant und ich verstehe es ja auch, also ich rede wahnsinnig gerne über Filmmusik. Ich habe mein ganzes Berufsleben damit verbracht. Ich habe für über 180 Filme Musik geschrieben, darunter sind Oscar-nominierte und Oscar-prämierte Geschichten wie Jenseits der Stille und Nirgendwo in Afrika. Filmmusik von innen ist das Resultat von diesen Unterhaltungen. Ich habe aber auch Seminare gehalten an den meisten deutschen Medienhochschulen. Ich habe Vorträge beim Filmfest von Cannes gehalten, bei der Filmtonart, bei der Soundtrack Alone. Deswegen ist dieses Buch, so hoffe ich jedenfalls, interessant für Laien, die einfach Filmmusik toll finden, für Musiker und für Filmschaffende, Regisseure, Produzenten, aber auch für die Kollegen, für die Filmkomponisten. Ich beschreibe in dem Buch, was für eine Macht Filmmusik hat. Ich analysiere Szenen von bekannten Filmen wie zum Beispiel Mission Impossible, von Hitchcocks Rebecca, aber auch von meinen eigenen Arbeiten für zum Beispiel Jenseits der Stille. Ich beschreibe, wie im Verlauf einer Filmproduktion die Musik komponiert, produziert und in den Film eingebaut wird. Ich beschreibe die Technologie. Was braucht man an Zeugs? Was muss man können? Was muss man wissen? Und ich beschreibe den Prozess. Also für einen Filmregisseur beschreibe ich, wie finde ich einen Filmkomponisten und wie rede ich mit dem. Im Umkehrschluss, ich beschreibe dadurch auch für die Musiker, die gerne mal eine Filmmusik schreiben würden, aber nicht wissen, wie sie rankommen, wie man an Aufträge kommt und wie man sich verhält, wenn man beispielsweise mal vor der Bühne oder hinter der Bühne angequatscht wird von einem Filmschaffenden, sag mal, kannst du mir nicht Musik schreiben für meinen Kurzfilm? Also da sollte man eine gute Antwort parat haben. Und nicht rumeiern. Ein ganz eigenes Kapitel beschäftigt sich mit den neuen Filmtechnologien, mit der neuen Mediensituation. Wir haben seit letztem Jahr einen komplett neuen Satz an Urheberrechtsgesetzgebung. Wir haben seit dem 1. Januar, also seit ein paar Wochen erst, einen neuen Verteilungsplan in der GEMA. Also was ist jetzt mit den Rechten? Das sind die Fragen, die meine Kollegen interessieren werden. Und vor allen Dingen, was ist mit unseren neuen Tarifpartnern wie Netflix und Amazon? Jetzt noch kurz was zu meiner Person. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Filmkomponist noch Musiker. Ich war viele Jahre Bassist bei Klaus Doldingers Band Passport. Ich arbeite auch schon lange in verschiedenen Gremien der GEMA. Also im Werkausschuss und seit 2015 bin ich Mitglied des Aufsichtsrats. Seit den 90er Jahren bin ich im Vorstand unserer verschiedenen Berufsverbände, zuerst im Composers Club und jetzt bin ich zweiter Vorsitzender der DEFCOM, der Deutschen Filmkomponisten Union. Ich hoffe, euch interessiert mein Buch, werdet Unterstützer, verbreitet diese Ankündigung weiter und weil es ja doch irgendwie um Musik geht und man auch mal was hören sollte, spiele ich euch jetzt noch einen kurzen Spot vor, für den ich die Musik machen durfte. Viel Spaß. Ciao. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.